So, die Liebe zum Kino und zu Kinofilmen, das ist etwas, was ich seit 15, 16 habe und nicht weggeht. Es hat in meiner Lehre als Böstler mit 15 angefangen, weil dort hat so komische Schichten gegeben, habe ich am Morgen um 5 müssen anfangen, glaube ich. Und dann habe ich aber wie am 12 Mittag gehabt und dann am 4 noch mal müssen gehen. Irgendwie so ganz komisch. Und dann hat es oft gegeben, dass ich dann noch Winter bin und in der Nachmittagsvorstellung im Kino geschaut habe. Und dann, ein paar Jahre später, als ich dann die Lehre gemacht habe in Embrach, dann bin ich so in das Kino da reingekommen. Das hat 1998 ist das, glaube ich, aufgegangen. Und ich bin dann wahrscheinlich irgendwo 99 oder 2000, nein, vor dem 2000 sicher da gekommen. Und bin seitdem da und habe jetzt eineinhalb Jahre so ein bisschen pausiert, habe nicht so viel da gemacht und jetzt bin ich wieder ein bisschen mehr da. Das Kino da hat, glaube ich, sehr treue Zuschauerschaft. Ich glaube, wenn man mal da war und das Kino erlebt hat, dann kommt man immer wieder. Es ist wirklich immer noch schön da drin, ich finde es immer noch cool da drin. Aber wir sind uns jetzt so ein bisschen überlegen, so, wie könnten wir das Kino so ein bisschen wieder unter die Leute bringen, dass man ein bisschen mehr ins Kino geht. Weil ich glaube, mit Netflix heute und grossen Fernsehen geht man nicht mehr so viel ins Kino. Und das Kino muss wieder mehr so ein bisschen ein Erlebnis werden. Dass man wirklich sagt, mal, ich gehe abends ins Kino und bin an der Bar und esse vielleicht noch etwas und so. Und dann ja, hat das einen ganz anderen Stellenwert. Dann geht man nicht einfach nur am Film schauen, sondern hat dann wirklich so einen schönen Abend. Und das müssen wir jetzt ein bisschen herausfinden, wie wir das machen können, hier im Kino. Also da gibt es sicher noch Updates in der nächsten Zeit, was sich jetzt auch da so ein bisschen verändert hat, seit ich weg war.